Ich lese das nur im Vorbeigehen, ne? Ich wollte einfach mal... Weißt du, Max, ich wollte einfach mal den Max machen. Einfach mal reinkommen und dann wieder gehen. So. Let's play again. Das Blubbeldi-Dubbeldö. Aber wie geht's dir, Max? Wie geht's dir? Alucard Smell. Wenn du den Max gemacht hättest, hättest du mir noch einen Fünfer zugeworfen, bevor du wieder verschwunden wärst. Wieso? Du hast mir keinen Fünfer zugeworfen. Also das hätte ich gemerkt. Das war nicht das, was ich machen wollte. Und du darfst ja nicht vergessen, wenn du einen Sub meinst, das sind keine 5 Euro. Ist ja auch noch nicht Zeit für einen Resub, siehst du? Also. Mann. Da transloziert der Typ sich einfach aus dem Bild. Oh, stimmt, ist ja auf 3,99 runter. Ja, tatsächlich habe ich gar keine Ahnung, was ich pro Sub kriege. Keine Ahnung. Da ich nicht so viele Subs habe, ist das sowieso eher nicht der Rede wert. Oh, das Holy Water ist so ultra stark. Unfassbar. Keine Angst, ich würde dich auch lieber mit Hartgeld beschmeißen. Eine Idee für einen neuen, für ein neues Feature. Dass ich hier so einen Sack Münzen über mich hänge, was dann auf mich runterfällt. Come on. Oh, ne? Ja, kannst du es glauben, Max? Ich werde jetzt in das Entwicklungsprogramm für zukünftige Führungskräfte von meinem Mutterkonzern aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, was es genau bedeutet. Es wird passieren. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Mal gucken. Wahrscheinlich kriege ich da dann Gesprächsführung beigebracht, wie ich nicht ausraste, wenn Leute von mir sauer werden. 399 Erzählstücke pro Sub, die auf dich niederprasseln. Das Problem dabei ist nur die Lautstärke. Das ist das, was mir ein bisschen Sorgen macht. Die geben bestimmt gute Erfahrung, oder? Na komm her. Komm her. Und tschüss. Gut, wenn einer einfach runterfällt. Mehr Arbeit bedeutet das.
Das glaube ich nicht wirklich. Nice, das ist gut. Bin ein Freund davon, wenn zukünftige Führungskräfte einen Fahrplan an die Hand bekommen. Naja, vor allen Dingen, wenn sie zumindest grob auf dieses Thema ausgebildet werden. Ne? Wow. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, was das auf jeden Fall beinhaltet. Ist eine Bewertung irgendwie im Zuge dessen, ob ich dafür geeignet bin. Also wir werden alle gemeinschaftlich irgendwann rausfinden, ob der gute Eritos dafür geeignet ist, Menschen zu führen. Und sollte das alles passieren, bedeutet das vor allen Dingen eins, mehr Kanaster für mich, Freunde. Mehr Plata, mehr Geld. Noch mehr Geld. Denn ich glaube, man kann nie genug davon haben, habe ich mal gehört. Auch wenn ich sagen muss, mir geht's finanziell jetzt nicht so schlecht. Ich habe kaum noch Platz für den Teppich für das ganze Geld, deswegen mal gucken. Mal gucken, ob ich umbauen muss. Mehr Teppiche. Moment. Bevor ich jetzt weitergehe, speichern wir nochmal, damit ich diesen blöden Abschnitt nicht nochmal machen muss. So. Erstmal so trinken einkücken hier. Aber was läuft so bei dir, Max? Was läuft so bei dir? Was sagt so aktuell die Gaming-Welt? Gibt's irgendwas, was du spielst? Gibt's irgendwas, was du, worauf du wartest zu spielen? Ja, irgendwann ist es ja auch langweilig. Spätestens wenn die Behörden im keinen was, einem keine weiteren Garagen für die Supersportler genehmigt, ist man an dem Punkt, an dem man alles relativ hört. Nee, ganz ehrlich, ich würde, glaube ich, vorher mir irgendein Haus, ein Haus kaufen und mit einem Keller, ganz wichtig, mit einem Keller, und würde da einen Raum zu einem Ultra-Gaming-Raum ausbauen. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wäre das, ist das das Endziel? Ganz ehrlich, das ist das Endziel. Da lang, da lang, da lang, da lang, okay. Das Problem ist, wenn ich da runtergehe, komme ich ja auch wieder an den Punkt, wo ich nicht weiterkam. Zack. Tschu, tschu, tschu. Budu, 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 budu. Ich warte ständig auf das Gothic 1 Remake und schlag mir die Zeit mit Fortnite-Runden gemeinsam mit Arbeitskollegen in die Ohren. Fortnite? Was soll ich denn davon halten? Fortnite. Und Apex. Er wird nicht besser, ne? Er wird nicht. Und COD. Alter, was ist denn bei dir los? Noch mal wieder den jugendlichen Shooter-Freund raushauen, oder was? Hm. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe schon. Irgendwann muss man sich ja wieder jung fühlen. Ja, wir haben ja fast die gleiche Frisur, ne? Ich verstehe das. Ich verstehe das. Wie so ein schlecht gesehener Soldatenkadett. Ja. Cthulhu! Cthulhu vernichtet. Yep, mehr Geheimratsrücken als das Pentagon. Exakt. Da speichern wir, da werden halt die Geheimnisse aufbewahrt. Thank you.
Das ist doch Cthulhu, oder? Ich sage hier nichts Falsches, oder? Ich sag nochmal oder. Ich habe gerade gemerkt, dass ich oder die ganze Zeit nutze wie ein Füllwort. Fühlt euch davon maximal gestört, bitte. Mein Geheimratsecken, tagende Loge, Freimaurer, Illuminaten und Co. Wie war das mit dem Dreieck, ne? Hier mit dem Dreieck, so da oben rein. Okay, das ist einfach eine nicht durchbegehbare Wand. Wow. Apropos wow. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, du blöde Kuh. Geh weg. Wo bin ich denn jetzt? Da. So, was kann das Sword of Hador? Hab ich gar nicht geguckt, glaube ich, oder? Hä? Ist das ein Relikt? Ring of Lard? Hä? Da. House of Hador Ale Room. Ist nur minimal schlechter. Hat das aber vielleicht irgendeinen Sondereffekt, wenn ich auch noch den... Habe ich nicht irgendwas anderes noch von dem gehabt? Dachte. Ja, sonst aktuell gibt es keine Spiele, die mich wirklich reizen. Haben Sons of the Forest Green, danach noch einen neuen Run Valheim gemacht und jetzt ist wieder Ebbe. Ja, ich glaube, da ist auch gerade nicht so viel in der Pipe, ne? Bist du Fan oder weißt du, sagen wir mal so, jetzt am Sonntag starte ich mit Stardew Valley. Ein wunderschönen guten Abend, Siavo. Genau der Richtige. Mir wurde gesagt, ich soll mit dir sprechen über Stardew Valley und welche Mods da empfehlenswert sind. Und die gleiche Frage wollte ich gerade Max stellen. Ob es Mods bei Stardew Valley gibt, die er empfehlen könnte. Weil es gibt ja so zwei, drei große Mods. Das war nicht mein Plan. Du musst nicht gleich so dramatisch sterben. Weil ich bin ein riesen... Also ich habe Stardew Valley schon gespielt. Als es rauskam. Und ich bin ein riesen... Harvest Moon Fan und wir haben ja auch schon Graveyard Keeper gespielt. Deswegen dachte ich mir, warum nicht Stardew Valley? Stardew Valley Extended oder Expanded. Ja, das ist dieser große Mod, ne? Den ich zumindest namentlich kenne.
What the fuck ist das für ein Bandwurm? Hab in bislang in Stardew Valley nur Even More Recipes getestet. Das ist Kochen, ne? Oder ist das mehr Zutaten und mehr Möglichkeiten mit den Zutaten? Wo bin ich gerade? Da? 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 Glaube ich. Moment. Also nicht wundern, ich spiele dieses zweite... zweite Map-Runde mit der zweiten Anteil der Map. Mit einer Map. Autsch. Um auch möglichst schnell durchzukommen, in Anführungszeichen. Viel mehr als den Mod und die dafür nötigen habe ich nie probiert. Dann werde ich ihn auch benutzen als einziges. Ich wollte nur gucken, ob einer weiß, ob es da so ein, zwei Sachen gibt, die vielleicht auch noch ganz interessant sind. Aus wie so eine Trophäe, die man aufsammeln kann. Hä? Ist der Kopf, den man nicht besiegen kann. Mhm. Nein. Mann, lass mich droh! Gut. Ey, ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf Stardew Valley. Ich weiß, dass das so viel Spaß macht. Und dass man so viel Zeit darin verlieren kann. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe gerade auch keine Ahnung, wo wir sind. Da müssten wir sein, ne? Ja, da müssten wir sein. Was ein dämliches Gelach ist das denn? Ein wunderschön. Moin Sira das. Moin Jelly. Willkommen im Verkehrtrumland. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Und wie war euer Montag? Hallöchen, dieser Typ hier, auch geiler Name. Wie geht's dir? Lass das. Komm her. Aua. Aua. Ich spiele gerade wie ein Weltmeister. Also, ein Weltmeister im Schlechtsein.
Wenn Ton ausgeht, heißt das Boss. Boss ist selten gut. Aber schauen wir erstmal, was der gute Cyrados gemacht hat und vor allen Dingen, welchen Clip wir heute kriegen. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht hätte mein Vater ja irgendwie. Ne? Vielleicht hätte man das ja so machen können, dass er das wäre, DJ Günther. Schreck mich nicht auf. Zahnung hat es aus, Leute. Tut mir leid. Reg dich nicht auf. Alles wird gut, Zürer. Da bin ich unsichtbar und ich werde von hinten erschlagen von irgendeinem Penner, ey. Entspannen Sie sich, schälen Sie Ihre Nuggets. Es ist alles okay, ja? Entspannen Sie sich, schälen Sie Ihre Barthaare und. Entschuldigung. Okay. Einmal gepflegt durch den Anus atmen. am besten ist immer noch, denn der Satz ist da: Niederlage. Einfach, um es einem so richtig schön aufs Brot zu schmieren. Du hast verloren. Nicht vergessen. Ach stimmt, heute ist ja der Halo-Montag, ne? Spielst du immer montags Halo? War das nicht auch freitags? Du spielst sehr viel Halo. Ich habe keine Ahnung mehr, wann du kein Halo spielst. Guckst du eigentlich One Piece, also so aktuell? Meinst du gucken den Anime? Dann nein. Ich bin ein Manga-Mensch. Ich habe vor vielen Jahren irgendwann aufgehört, den Anime zu gucken, aufgrund von Zeitmangel. Habe nur noch den Manga gelesen und als ich dann wieder Zeit hatte, hätte ich aber so ungefähr 200.000 Folgen nachgucken müssen. Was. Mango-Mensch? Willkommen zurück, Akutenshi. Wie war dein Urlaub? Und, Zeitmangel, das schreit nach One Piece. Oder One Piece. Aber du bist aktuell im Manga. Ja, ich habe das Kapitel von letzter Woche gelesen. Diese Woche kam er halt. War halt ein Stinkerartig für dich? Ist ja ärgerlich. Der nächste Speicherpunkt. Wo ist der nächste Speicherpunkt? Der müsste hier sein. One Piece ist ein Fan-Edit, bei dem die Filler geschnitten werden. Da schaut man dann. Ach so, artweise. Ja, aber auch dann. Also jetzt nur mal ganz kurz als Perspektive. Ich habe aufgehört, den Anime zu schauen, als der Krieg oder der Kampf auf der Marinehauptbasis war. Marine HQ. Bei dem stirbt. Falls ich jetzt kann, ich will keinen Spoiler sagen, aber ein Spoiler für etwas, was seit 5 Jahren passiert ist, ist, glaube ich, auch kein Spoiler. Im Anime war neulich die Folge, wo Kinemon wieder halbiert war und sein Arsch redet, wo wir gerade bei durch den Hintern atmen waren. Ja, es ist mehr als 5 Jahre. Keine Ahnung. Das kann auch 10 Jahre her sein. Es war einfach nur eine Zahl herumgeworfen. Urlaub gut, Wetter gut, Kinder waren anstrengend. Ja, aber das gehört doch zum, das steht doch auf dem Produkt, oder? Alter! Gangbang zwischen Zentauren hier, Minotauren. Aber steht Kinder anstrengend nicht auf der Produktbeschreibung? Also, nochmal, nur zur Perspektive. Ich habe halt dann vor 10 Jahren aufgehört, den Anime zu schauen. Selbst wenn ich jetzt anfangen würde, ohne Filler, würde das echt dauern. Das würde dauern. Ach, hier sind wir. Autsch.
Komm her. Bleibst du jetzt hier? Wo bist du hin? Oh, kommst du runter? Geht doch. Hätte ich nicht machen müssen, aber wollte ich. One Pace spart gut 145 Stunden Watchtime aktuell. Ja, aber da musste ich alles gucken. Aber warum... Achso, genau, wie dem Arsch. Das war der Grund dafür. Hä? Ach, da bin ich, oder? Da bin ich. Okay. Ich muss tatsächlich sagen, eine Sache, die ich mir angucken werde, auch wenn es nur diese eine Folge im Anime ist, ist, wenn... also, ich will jetzt nicht spoilern, aber diese ganze Kampfszenerie mit Big Mom, Kaido und all sowas, das werde ich mir angucken. Das werde ich mir angucken. Komm her. Hä? Achso, ich bin jetzt wütend, ich kann mich nicht bewegen. Aua. Ist das vielleicht nervig, fliegende Gegner zu treffen, ne? Komm her. Kann ich hier was machen? Beim letzten Mal gab es hier eine Beichte. Nee, das war nur der Zauber. Ich hab mich kurz erschrocken. Okay. So die Rüstung, die wieder Sachen kaputt macht. Bitte. Twilight Joke. Glitzern wir jetzt, oder was? Black Cape for Vampires. Okay. Wir sind ja ein Vampir, ne? Hab ich mal gehört. Wir dampfen uns mal nach oben, denn da werden wir nicht getroffen. Hui. Ich muss auf jeden Fall speichern gehen. Unsere Lebensenergie ist fast weg und ich habe keinen Bock zu sterben.
Na, ob hier viele Gegner sind? Was glaubt ihr? Aber gibt's, was, schaut ihr gerade irgendwie mehr Animes? Weil ich hab auch einfach keine Ahnung, was jetzt gerade so für Animes laufen, die wirklich noch gut sind. Abseits von denen, die man sowieso kennt. One Piece, ja, weiß ich, gucken viele, aber ich hab's halt einfach aus den Augen verloren. Demon Slayer. Ja. Ja. Demon Slayer, aber wann kommt da was Neues? Das ist doch auch schon ewig jetzt am Laufen. Also, ewig am Warten tatsächlich, weil der, der Manga ist ja schon fertig, ne? Ich war da aktuell gespannt auf Solo-Leveling. Oh ja. Oh ja. Solo-Leveling. Das ist auch eine ganze Zeit lang Hidden Gem gewesen, finde ich. Gerade zum Anfang zumindest. Ludok kenne ich nicht. Meh, kann nur schlecht werden, das Anime. Naja, aber das kannst du vor allem sagen, ne? Ach, wir sind hier. Na, wir sind wieder böse gemacht. Zack. Komm her. Aua. Du bist der. Du bist der. Geht doch. So, wir fliegen einmal ganz kurz hier lang. Einfach um es aufzudecken. Oh. What? Was ist das? Aua! Perfekt. Ich bin noch salty übers Ende. Ja, das Ende von Solo-Leveling war ja sehr antiklimatisch, ne? Das ist ein Rentner, der hat einen Treppenlift auf einer umgedrehten Treppe. Also ein Deckenlift. Ja, überleg mal, ein Deckenlift. Ja. Okay.
Kommt man irgendwie noch auf die andere Seite davon? Mir ging es ähnlich. Ich war, als es nur 10 Chapter gab, so gefesselt, dass ich den Novel gelesen hatte. Wurde dann sehr schnell sehr salty. Ja, stimmt, das Novel war ja noch deutlich früher zu Ende, ne? Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ein Gang, den ich auf jeden Fall nicht noch mal lang gehen möchte. Ist das ein Scheiß? Mann, 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 Mann. Raus hier. Nicht nur antiklimatisch, ich hasse einfach Enden im Stil von es war nur ein Traum oder alles wurde resettet und ist nie passiert. Ja, es würde ja eigentlich bedeuten, er kann es nochmal schreiben, oder? Aber ich verstehe, was du meinst. Das wirkt halt so, als ob nichts eine Rolle gespielt hat davor. Das ist auch schwierig. Wenn ich jetzt überlege, den letzten Anime, den ich geguckt habe, war tatsächlich hier, wie heißt das auf Netflix? Record of Ragnarök? Heißt das Record of Ragnarök? Das ist auch so... oh je. Es ist halt so schön stumm. Es ist halt einfach stumm. Dazu konnte ich mich noch nicht durchringen. Och ja. Das ist halt so, das machst du im Hintergrund an, während du die Spülmaschine einräumst oder so. Da hast du aber richtig tief in die Dunkelkiste gegriffen. Mhm. Hab ich. Hab ich. Content gut, aber die Animationen sind schon billig. Ja, die Animationen sind halt so meh, ne? Ich möchte erst speichern. Was auch immer da ist, ich möchte erst speichern. Ich würde ja sagen, es tut mir leid, aber das wäre gelogen. Da gönne ich mir lieber ein paar Folgen Yakuza Ghost Houseman. Oder Houseman. Ja. Du guckst dir Record of Ragnarök oder wenn es so, also das heißt ja so, das guckst du dir ja nicht an, weil es die Hochqualität ist, ne? Sondern weil du einfach stumm sehen willst, wie die verschiedene Charaktere interpretieren. What? Wieso wundert es mich nicht? Wieso wundert es mich nicht? Habe ich das Untotenschwert immer noch? Ja. Ih, da ist ein Bohr auf dem Boden.
Naja, wenn das mal was wird, nicht. Scheiße! Ja, Kacke! Aber das ist mein Stichwort, damit verabschiede ich mich wieder zum abendlichen Netflix. Alles klar, Max. Viel Spaß bei Netflix. Kill it fast, der Sound. Ja, es tut mir leid. Ich werde. Das Problem ist, es macht ultra viel Schaden und ich kann es einfach nicht treffen. Das ist ein Nekromantenlabor, ja, das passt irgendwie. Ach komm schon, du blödes Ding, warum bin ich so doof und lass mich die ganze Zeit davon treffen? Wow. Alter, ich kann nicht schnell genug angreifen für so einen Scheiß hier. Hä? Musst du angreifen mit Kreis? Musst du drücken und klappt? Klappt nicht. Klappt nicht. Klappt nicht. Ich hab's verstanden. Dankeschön. Ich würde ja gerne versuchen, dem irgendwie Holy Water auf den Kopf zu werfen, aber. Es klappt nicht. Klappt nicht. Ich habe schon wieder Twitch voller verloren. Ich gucke oben aufs OBS, auf Discord und denke mir, ach, guck mal, schon wieder einer weg. Ah, I love it. Ein Bot weniger. Ja. Kann sein, ja. Ne, wobei hier macht es mehr Sinn. Hä? Okay, das Wasser ist gerade einfach verschwunden. Habe ich denn irgendwas Gutes? Anti-Area Weapon, aber die kann ich nur einmal einsetzen. Ja.
Das Witzige ist, diese blöden Würmchen fallen auf mich, aber sie angreifen kann ich nicht. Und wirklich viel Schaden mache ich auch nicht. Was zur Hölle? Weg. Go away! Keine Ahnung, wie ich den besiegen soll jetzt noch. Ja, die Fliegen fertig machen. Kommen da immer wieder neue? Scheiße! Lass dich nicht angreifen. Ja, da kommen ja wieder neue. Wie macht man das? Ich würde ihn ja gerne auf den Boden fallen lassen, aber irgendwie Ketten kaputt machen kann ich ja nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie... Aber wie? Create the Pillar of Fire. Ich habe keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Ach, komm schon. Bitte Poison, blödel Schnödel. Ach, geh doch weg. Ach, scheiße. Ah.
Ach, geh dir doch nicht auf den Sack. Ich hasse Gegner, die in der Luft sind. Die zu treffen ist einfach nur Pain. Boomerang, ja, aber die kann ich einmal einsetzen. Das ist ein Use-Gegenstand. Den werfe ich und dann ist der weg. Das ist der Problem. Ich kann ihn gerne mal werfen, aber dann ist er weg. Außer, das ist ein Boomerang, der plötzlich anders funktioniert. Ach du blöde Würmchen, Scheiße. Wie, was machst du damit? In dem Speedrun nehmen die den, vielleicht fangen die den ja. Was? Nicht schnell genug. Nee, jetzt ist er weg. Jetzt ist der Boomerang weg. I have no idea. Ich hasse blöde Gegner, die rumfliegen. Wieso mache ich eigentlich nicht Folgendes? Moment. Vielleicht hilft das. Dieses Schwert ist so nutzlos, wie es nur sein kann, ne? Ich habe keine Ahnung. No idea. Du weißt aber schon, dass ich den Boomerang meine, der dein blaues Flächen ersetzt. Nein? Wo soll ich das denn wissen? Ich habe nur eine Axt. Meinst du die? Das würde bedeuten... Oh, ich bin ein Idiot. Warum liegt die Axt da vorne? Natürlich liegt die Axt da vorne. Das ist egal, aber auch die Axt könnte funktionieren.
Aber auch die Axt könnte funktionieren. Weißt du, bist du zweimal getroffen. Das ist schon der blanke Hohn. Das Problem ist, ich habe leider nicht genug. Komm her. Okay. Dann nimm so. Erstmal speichern gehen. Bevor ich auch nur einen Schritt weiter gehe. Kann ich endlich unmuten? Kannst du? Guten Tag, Salem. Salem Witch. Oh, erstmal speichern bei diesem blöden Leichenfrippel. So. Da.